Hallo Leute, heute schauen wir uns wieder an von jemandem, auf den wir, glaube ich, noch nie hier reagiert haben oder zusammen angeschaut haben. Und zwar der liebe Knuspertoast. Der hat ein Video hochgeladen, was sollen diese Werbespots? Und der hat auch gemeint, es gibt ein 3-Tage-Reaktions-Upload-Sperre-Gedöns. Es sind 3 Tage vergangen, ich habe sogar fast 4. Und deswegen können wir uns anschauen. Deswegen lassen wir hoch da. Let's go. Rein da. Das ist übrigens auch die erste Frame, die ich von dem Video gesehen habe. Und es ist verstörend. Na, es ist definitiv verstörend. Nicht meine Welt, aber gut, jeder soll machen, wie er es machen will. Ja. Streamers 3 Tage Reageros. Alter, der erste Ferdifuchs Mini-Würstchen Werbespot. Ja, Freddy Fuchs kenne ich jetzt auch noch. Stimmt, da war mal was. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Weird, dass irgendwie auch so ein Fuchs Werbung macht für Würstchen. Ist halt auch weird. Gut, aber Fuchs ist genauso ein Tier wie wir auch. Sind Fuchse Fleischesser? Weiß ich gerade gar nicht. Guck mal kurz nach. Hier wird sich auch fortgebildet. Füchse, Fleischesser. So, Füchse. Füchse sind Allesfresser. Okay, Fleisch als auch Beeren und sowas, wie wir Menschen auch. Okay, gut, dann passt das ja auch wieder mit der Werbung. Passt ja. Hä, was für Yam-Yam? Der Hund hat nicht mal abgebissen. Seht ihr, die Stimmt. Eichel ist noch dran. Albe. Der dachte wohl, das fällt mir Was? nicht auf. Ferdi Fuchs ist so ein Idiot. Der macht's wie die Schauspieler, die quasi halt dann, tut was würden sie abbeißen, dann halt, aber hier nicht ganz gut versteckt haben dann. Schmeckt das Zeug? Das kann uns nur der Junkfood-Taster beantworten. Und jetzt gibt es Freddy Fuchs. Freddy Fuchs. Das Maskottchen. Ferdi Fuchs, nicht Freddy, Mann. Und es gibt einen Kanal, der heißt Fast Food Tester. Und der hat 1,8. Was? What? Wo? 1,48 Millionen Abonnenten hat der. Der macht seit 2011 Videos, wie er Fast Food isst. Und hat. Kann einfach davon leben. Krass. Das ist ja, der kann das Essen auch von der Steuer absetzen. Das ist auch krass. Antworten. Und jetzt gibt es Freddy Fuchs. Freddy Freddy. Fuchs. Das Maskottchen dieser Marke heißt tatsächlich Ferdi und nicht etwa Freddy. Ich hoffe, dass Sie aus diesem kleinen Patzer gelernt haben. Und das ist Freddy Fuchs. Mann! Freddy Fuchs. Das ist Freddy Fuchs. Freddy Fuchs in der Zahnmedizin. Was? Ist das real? Was ist denn da los? Leider einen kaputten Zahn. Damit kann er nicht gut essen. Die Ärztin muss diesen Zahn herauszaubern. Wahrscheinlich. Ja, das sind die Zahnärzte, zu denen man auch gehen will dann, ja. Ich habe auch wieder einen Zahnarzt, macht mir keine Angst. Five Nights at Freddy's, Also, Digga. ich habe auch bald wieder einen Termin, ja. So kann ich nicht arbeiten. Na, Da muss geil, ich wohl selbst diese köstlichen Ferdi-Fickwürste verspeisen. Junge, 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 Junge. Geht das ganze Video jetzt? Also, dieses Ding heißt, was sollen die selber spotzen? Das war auf dem Thumbnail, war auch ganz groß Ferdi Fuchs drauf. Ich habe nicht gedacht, dass er jetzt durchgeht, nur darüber redet jetzt. Ist spannend auf jeden Fall. Gewinnspiel? Oh, Mann, ey. Pfui. Das sieht so aus wie Babybel, nur in pervers und nicht Käse. Ach Mann, ey, nein. Soll das so ein Weißwurst sein in so einer Plastikfolie drin? Dieses ganze Marketing, aber dann die reale Experience. Ich meine, Na! die Fuchs existiert. Hat er die Schale abgemacht vorher? War ich jetzt nicht. Nicht mal. Das war alles nur ein Trick, damit sich Leute Würste in den Mund stecken. Was, Und ey? verdammt bin ich darauf reingefallen. Rein da jetzt. Ja, ich merke schon. Hier, Knusperbrust hatte ich auf jeden Fall gedacht, ja. Der Fastfood-Tester-Kanal hat so viele Abonnenten, der muss, bei dem muss laufen. Ich muss auch jetzt testen. Und was ist das? Ferdi Wiener Würste? Wahrscheinlich knackt die Wurst. Okay, und Action! Na gut, die knacken schon. Also, wenn du so eine Wurst hast, du machst so, dann macht die schon knack. So eine Wienerwurst. Doch schon, will ich schon unterschreiben. So, doch, definitiv. Ferdi Fuchs Mini-Würstchen, der clevere Snack. Die haben sogar eine Webseite. Energiesparen im Winter? Achte darauf, dass du immer das Licht ausmachst, du Scheiß-Wichser. Ja, bei Licht verbrauchst so wenig Strom. Wenn du nicht solche fetten Dinger hast wie ich hier, dann hast du eine Lampe in der Wand. Wir haben auch keine Glühbirnen mehr und die verbrauchen echt sehr, sehr wenig im Vergleich zu anderen Sachen. Ja, dann mal gucken, ob der Gefrierschrank nicht im Super-Gefriermodus ein ganzes Jahr lang läuft.
Gerüchten zufolge ist es mal passiert und dementsprechend waren die Stromkosten so, als wäre er würde eine extra Person noch hier wohnen, die hier nicht wohnt. So viel Strom wurde hier verbraucht, der wurde nur wegen diesem kleinen Knopf, den ich nicht gedrückt habe und den ich gedrückt habe aus Versehen. Ach so, genau. Ich mach's Licht aus und ihr schlachtet dann die 10 Millionen Pferde im Jahr, oder was? Ja, ja. Das hättest du wohl gern, du kleiner Furry. Ich gebe keinen Ferdi-Fuck mehr. Online-Games. Fußball. Hä, hey, wie cool, aber. Okay. Schwalbe. Ja, wir haben's kapiert. Ja. Yeah. Aber dass hier auch wieder gegen das Klischee gearbeitet wird, dass hier ein Mädel da sitzt und diese Bälle macht, ne? Dass nicht nur Jungs da sitzen und Fußball spielen. Also das finde ich auch wieder hier, ne? Andere würden sagen, Vogue-Shit. Ich find's cool. Hey, Digga. Das Marketing von denen ist hardcore. Als wäre Ferdifuchs eine Serie. Bettwäsche, Rucksäcke. Krass, ey. Insektensafari. Boah, ist das laut. Warum muss man jetzt Insekten fotografieren, wenn es um Würstchen geht? Gut, Füchse sind alles Fresser. Essen die auch Insekten? Ja, vielleicht, kann sein. Fotografiere so viele Insekten wie möglich. Okay. Ja. Weil das ist Lachen gerade von Mr. Bean, dieses. Ich freue mich an Mr. Bean ein. Oder Stromberg. Halt. Vor allem, ich suche so nach Familienbildern und plötzlich ist da einfach so ein Elefantenarsch dazwischen. Ich meine, das Bild ist zwar noch harmlos, aber ich will das nicht sehen. Tja, mehr Arsch für den Rüssler. Also es ist schon alles sehr, sehr random. Also, der... Was? Gedankengänge sind da, dann hier, oh, okay. Und wenn wir schon dabei sind, können wir mal über die Frit-Werbung sprechen? Nee, wie random. Alter, sehen yo. Die Streifen lecker aus. Oh. Stimmt ja, weil die sich ja die Packung ausgezogen hat. Die so eine Werbung gab's früher mal? What? Was? Ja, Mann. Die Sprüche auch. Ist schon irgendwie cool. Aber ist dann mehr für Erwachsene gerade? Neue Kinder checken das ja doch nicht. Stripe Club. Stripe Club. Das ist mein Humor. Das feiere ich also. Das ist ja mega witzig. Das kannst du dir nicht ausdenken. Oh ja, yeah, das kannst du dir nicht ausdenken. Augenblick mal. Oh Mann, ich weiß, dass es für jeden Charakter einen Chip gibt. Und für jeden gibt es eine Rule. Wie heißt die Rule? Ich weiß nicht, da gibt es so eine Rule halt, ne? Wo halt Cartoons so, ne? Und locker hat da jemand auch Patricks Mutter da irgendwie gezeichnet. Safe. Och, nee, Sachen, die ich nicht denken wollte. Sagt Junkfood Taster in dem Video Ferdifuchs, richtig? Ferdifuchs? Ja! Krass. Das nenne ich mal ein Happy End. By the way, die Zahnmassage. Och, Mann. Ah ja, guck mal hier. Support ist auch da, ne? Künstler Toast war ja auch im Verruf geraten. Da gab es ja auch ein paar Skandale, dies, das, ne? Scheinbar ist wieder alles vergessen und so. Ja. Dass er die Zuschauer abgezogen hat und so. Für die Superfanks. Ich hab euch lieb. Gib die. Ja, Superfanks auch. Letztens auch wieder eins bekommen, fand ich so cool. Unter meinem Cast. Ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe, weil ich krieg direkt meine Rechnung aufs Handy, wenn jemand das macht. Kriegt so Bing, der hat Super Thanks gemacht. Finde ich immer richtig cool irgendwie. Danke auf jeden Fall an jeden, der das macht. Auch bei mir, danke. Zum Video einen Daumen nach oben. Oder du musst einen Ferdi-Furz riechen. Oh, nee. Ich will keinen Ferdi-Fuchs-Furz riechen. Muss ich mal liken jetzt. Hab geliked. Nice. Ah, cooles Video auf jeden Fall. Sehr cool editiert. Macht Bock zu gucken zwischendrin. So 3 Minuten knapp, aber okay, passt. Weitermachen.